dieser Verpflichtung sicherlich auch gemacht. Beide Mannschaften nun auf dem Feld. Der SC wie gewohnt in seinen bordeaux-roten Trikots, blaue Hose, bordeaux-rote Stutzen und auch Kickers Emden traditionell in seinem blauen Outfit. Das war wohl die erste fette Möglichkeit für die Gäste da. Rust überlegt bei dem ersten Ball schon, ob er rauskommen sollte, stand entsprechend zu weit vom Tor. Malte Petersen konnte den Ball nicht wegen klären. Gute Verlagerung da. Guter Ball von Richter. Und die erste gute Aktion da jetzt auch von Randy Jimena. Guter Angriff da über guter Richter Hartmann. Auf den ersten Pfosten gezogen. Aber die dicke Möglichkeit davon, aber auch schwer zu nehmen. Für Benno Populares. Gut, da jetzt gelöst von den Gästen. Viel Tempo jetzt über die linke Seite, aber auch Marshall Verloy passt auf und gleich der nächste Angriff der Flensburger. Langer Ball von Guder und oh, da jetzt dürfen wir gespannt sein, was es da gibt. Gelbe Karte und Elfmeter. Sonst Mo Scherif und die Führung für die Flensburger, das 1:0 in der 90. Spielminute durch Mo Scherif, Verleger Bergmann in die falsche Ecke. Zumal kein Spieler in der Nähe war. Gute Flanke und dicke Möglichkeit da für die Gäste jetzt. Und da wieder die nächste dicke Möglichkeit. Und da ist es passiert. Siehst du, schnelle Antwort der Gäste, wie es sich schon andeutete. Spielminute 23. Pascal Steinwender. Wieder bleibt Schiller da Sieger in dem Duell mit Verloy. Langer Ball von Schiller wieder. Diesmal Scherif da am Start. Nee, oh, Benno Poco war das. Aber die Flensburg kriegen die Pille nicht richtig rausgebracht da. Nächster Flankenball. Und am langen Pfosten. Starke Parade. Und das war das 2:1. Torschütze mit der Nummer 21. Tilo Steffens am langen Pfosten, wenn ich das richtig gesehen habe. War es Fabian Herbst, der den Ball scharf machte. Gute Parade von Rust allerdings über Tilo Steffens, aber Verloy kann ihn ablaufen, aber verliert den Ball unnötig, weil er dann auch noch mal wieder meint, ins Dribbling gehen zu müssen. Steinwender. Wieder dicke Möglichkeit dafür die Gäste, die definitiv besser im Moment in der Partie sind als der Gastgeber. Nee, da stand Malte Petersen noch ein bisschen zu tief. Scherif, da war kein Abseits. Und wieder ist es Rust. Und er lässt sich da jetzt in so einer blöden Tätigkeit da hinreißen. Völlig unnötig. Schiedsrichter hatte gepfiffen. Und entsprechend verdient die gelbe Karte. Die hat er sich auch wirklich erarbeitet. Jetzt darf man mal gespannt sein, ob Corny, der mit leichten Knieproblemen in den letzten Wochen rumdoktern musste, da was bringen kann. Jetzt schon mal die erste Möglichkeit da. Gute Flanke von Cornels auf eine Jimena. Die Seite. Viel Betrieb wieder im Strafraum.
gesehen von Dominik Hartmann. Nächste Flanke von. Guter Ball von Guder da auf Randy Jimmen. Aber wieder ist es mit Marcel Bergmann, der seine Farben da vor dem Ausgleich bewahrt. Still, lassen wenig Raum zu, wenig Möglichkeiten da für die Flensburger, großartig Raumgewinn zu machen. Gut durchgesetzt von Piccati da. Chippt den Ball rein. Dicke Möglichkeit da für Johansson. Nächste Situation. Zu theatralisch da gefallen von Cornelius sicherlich. Aber die Flensburger bleiben dran. Nächster Angriff. Bemühungen über Verloy auf Johansson. Jetzt aber Guder im 16er. Lattentreffer durch Cornels da. Da war sie die Möglichkeit. Der Verloy, der jetzt ein bisschen Platz hat. Aber sein Ball. Jetzt 2 gegen 1. Eichhoff geht alleine auf Rust zu und macht da den Sack zu. Eichhoff macht den Deckel drauf. Nach einem unnötigen Ballverlust der Flensburger in der Vorwärtsbewegung. Nächste Möglichkeit. Unnötiger Ballverlust da jetzt von Rust, der allerdings hat er Glück, dass Igwe aus dem Abseits kommt. Und damit ist die Partie. Spiel ist zu Ende. SC Weiche Flensburg 08, BSV Kickers Emden 1-3. Ja.